Wir sind wieder zurück bei Pillars of Eternity, immer noch in dem Raum voller Ungeheuer und Monstren, beschworen von Osria, die für Fürst Redrick arbeitet, dem wir heute noch auf den Zahn fühlen werden, hoffe ich. Ah, mit der schwarzen Katze können wir reden, okay. Schwarze Katze. Zuerst denkst du, dass diese arme Kreatur krank ist, da ihr schwarzes Fell stückweise ausgefallen zu sein scheint. Als sich die Katze aber umdreht, um eine Fliege auf der Mauer zu begutachten, bemerkst du, dass ein gutes Stück ihres Brustkorbs komplett offen ist. Ein Teil ihres Schwanzes ist abgefault und gibt den Blick auf ein paar gezackte Wirbel frei. All das scheint die Katze nicht besonders zu stören. Sie stößt ein trillerndes Schnurren aus und reibt sich an deinem Schienbein. Oh, Katze, streicheln. Auch wenn sie tot ist, aber streicheln. Du verbringst ein paar angenehme Augenblicke, während du die Katze zwischen den Ohren kratzt. Doch dadurch löst sich klumpenweise schwarzes Fell. Ja, ja, ist das süß. Wir streicheln mal weiter. Ja, wir streicheln alles Fell weg. Katze hochnehmen. Du hebst die überraschend leichte und unerwartet spitzknochige Kreatur hoch, die daraufhin zufrieden in deinen Armen schnurrt. Was? Nicht im Ernst? Ich habe jetzt eine untote Katze dabei, Begleittier. Und diese kleine schwarze Katze ist ein etwas unheimlicher Gefährte, denn ihr dünnes Fell zieht sich straff über ihre Knochen, die Haut an ihrem Kinn verfault und in ihren goldenen Augen liegt ein unbehagliches Leuchten. Dennoch schleicht sie zufrieden um deine Beine und schmiegt sich schnurrend an dich. Das ist süß, auch wenn sie untot ist. Aber sie ist ja vom Wesen her anscheinend noch genauso, wie sie früher gewesen ist. Ich weiß aber nicht, ob wir Hundi ersetzen sollen. Ich meine, Hundi ist schon cool. Wir behalten erstmal Hundi. Mit euch kann ich nicht reden. Das war mir relativ klar. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie vielleicht einfach umbringen. Aber wir kehren wieder, sobald wir mit Fürst Rerik gesprochen haben. Ich glaube aber, der Kumpan, der hier unten in der Zelle sitzt, der kann jetzt mal raus. Ich bin zumindest der Überzeugung, wir haben hier unten so gut wie alles durchsucht. Ah nein, da oben ist noch ein Gang offen. Ah, bevor der nachher da hinauslaufen will und wir das nicht geclearet haben, geclearet, und der dann quasi am letzten Monster, das noch übrig geblieben ist, drauf geht. Das wäre, ja, der Super-GAU. Aber hier geht's offenbar raus. Wohin geht's hier? Oh, da ist noch ein Fass. Ben, hey, geh du mal bitte gucken. Ah, sehr gut. Kommt direkt in den Schatz. Ich möchte nicht raus, nein. Stattdessen werden wir jetzt tatsächlich zu unserem Freund hier unten gehen, ihn mal rausschicken, in der Hoffnung, dass er draußen ankommt. Damit hätten wir dann Kolsk auch schon wieder sehr geholfen. Somit ein sehr schwer auszusprechender Name. Versuch das mal selber, Kolsk. So, du bist frei. Renn um dein Leben. Danke dir, Fremder. Ich muss zurück zur Gabelung, aber zuerst muss ich wohl etwas essen und mich ausruhen. Er zögert. Wenn du dich in die oberen Stockwerke traust, sag Netmar bitte, dass ich noch lebe. Sag ihm, dass ich noch immer die Schnitzerei des bleichen Ritters hab, die er mir gab. Das sollte ihn überzeugen und vielleicht kann er dir irgendwie helfen. Viel Glück und mögen dich die Götter behüten. Vielen Dank. Ja, jetzt ist alles frei. Gut, und eine Information für den Zauberer da oben haben wir auch bekommen, oder? Nein, es war kein Zauberer, es war ein Priester, oder? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, hier unten war noch irgendwas, was wir nicht erkundet hatten. Genau. Ein Weg und ein Raum. Ach ne, hier gibt es gar keinen Weg. Das ist einfach nur die Kanalisation. Trotzdem ist hier noch ein Raum mit vielen Kerzen, den ich mir gerne auch anschauen würde. Die müssen doch stinken, wenn die da rauskommen. Und der Hund ist! Oh mein Gott! Der stinkt nicht nur nach nassem Hund, der stinkt nach Kanalisationshund. Ich sehe, wo du gehst mit dem. Gib mir eine reale Challenge. Benton geht als erster rein und versteckt sich. Und was haben wir hier drin? Was haben wir hier drin? Was? Eine Kiste. Geld nehme ich immer gerne mit. Dankeschön. So. Und jetzt werden wir uns in die oberen Stockwerke wagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier hochgehen, da wo wir runtergekommen sind. Ich denke mal ja. Oder? Ja. Hinauf. Und in den nächsten Ladebildschirm.
Ich bin jetzt sehr neugierig darauf, was das Ganze mit Fürst Rädrik auf sich hat. Das würde mich jetzt doch sehr interessieren. Ich habe so das Gefühl, also ich rate jetzt mal so in den Raum rein, der ist an allem schuld. Und es wäre besser, wenn wir ihn umbringen. Hier sind noch zwei Türen. For a subtle touch. Da schaut der Ben bestimmt auch mal gerne rein. Real challenge. Türchen auf, reingehen, umgucken. Ach, was haben wir denn da? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ein Blutstein. Und deswegen lohnt es sich, die Tabulator-Taste zu drücken. Yes. Offenbar sind hier keine Fallen, deswegen gehen wir alle mal mit. Und das sieht wie ein großer Netmar. Ah ja. Dieser gebrechliche alte Priester ist über einen Tisch gebeugt und von verstreuten Schriftrollen und Pergament umgeben, deren Inhalt er mit Hilfe eines dicken Monokels überprüft. Als du dich näherst, schaut er mit feuchten Augen auf. Also noch mehr Besucher. Du gehörst nicht zu den Akolyten. Und einer der Wächter bist du auch nicht. Seine Stimme klingt wie ein trockenes, leises Krächzen. Was dich wenigstens zu einem Eindringling macht. Dazu hat dich wohl Kolsk angestiftet, oder? Ja, junge Männer gegen die Verteidigungsstellungen der Burg anrennen lassen. Das klingt ganz nach ihm. Er schüttelt seinen Kopf. Ach, würden doch meine Predigten solchen Eifer hervorrufen? Und dennoch bist du hier. Was willst du von mir? Ja, erstmal das Wichtigste. Jacko ist in Sicherheit. Er bat mich, dir von der Schnitzerei zu erzählen, die du ihm gabst. Netmars Augen weiten sich. Mit plötzlicher Vitalität schießt er nach vorne und packt dich am Arm. Oh, den Göttern sei Dank, danke sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand... Das heißt, ich fürchtete... Er schüttelt den Kopf. Ich wollte nicht, dass er dem bleichen Ritter so früh entgegentritt. Netmar zieht sich zurück, um sich zu sammeln. Hier, vielleicht wird dir das zur Belohnung gereichen. Er zieht einen großen Eisenschlüssel aus seiner Robentasche und gibt ihn dir. Dieser Schlüssel öffnet eine Tür des Skriptoriums. Er deutet nach Westen. Und von dort kannst du die Kapelle erreichen und damit Fürst Rädrik, ohne dabei auf zu viele Wachen zu stoßen. Westen und von dort kann ich die Kapelle erreichen. Nimm auch dies an dich. Ich habe nur wenig Reichtümer anzubieten, daher gebe ich dir besser etwas Nützliches. Zweimal Schriftrolle des Schutzes zum Inventar hinzugefügt. Bevor du gehst, habe ich noch eine eindringliche Bitte an dich. Trotz seiner Mankos hat Fürst Rädrik den Göttern stets gehorsam gedient. Und er hat nur das Beste für Goldhall im Sinn. Es könnte sein, dass er seine Ziele erreicht. Genügend Zeit vorausgesetzt. Bitte zieh das in Betracht, bevor du Gewalt anwendest. Ich dachte, du würdest Kolsk als Herrn von Rädriks Festung bevorzugen. Ich bevorzuge ihn, da er ein Mann mit Weitblick ist. Kolsk aber wird von einem Hunger nach Macht angetrieben, selbst wenn er damit Gutes tun will. Er wird nicht von seinem Glauben geleitet. Trotzdem ist er mein Freund und daher bin ich bereit, Kolsk bei der Wiederherstellung der göttlichen Gunst für die Lande Goldhals zu unterstützen. Das heißt, sofern Fürst Rädrik fällt. Was öffnet dieser Schlüssel genau? Er ist ein Hauptschlüssel. Netmar winkt beim Sprechen mit seinen Händen. Er wird dir zwar nicht jede Tür öffnen, aber damit kommst du zu den Stufen, die zur Kapelle des Fürsten hinunterführen. Außerdem wird er alle Türen entlang des Hauptsaals der Burg aufschließen. Wenn du dort entlang gehst, musst du dich aber auf schwere Kämpfe gefasst machen. Du hast nicht viel Zeit, egal was deine Absichten sind. Fürst Rädrik wird schon bald entdecken, dass einer seiner Gefangenen entkommen ist. Und dann wirst du das Überraschungsmoment einbüßen. Ich könnte eine Rast gebrauchen. Aber sicherlich möchtest du nicht... Netmar verlagert unbehaglich sein Gewicht und schaut zum Gang hinaus. Nun gut. Ich kann dich nicht darum bitten, dich in den Kerker zu wagen, wenn du nicht im Vollbesitz deiner Kräfte bist. Ruhe dich hier etwas aus. Ich werde dafür sorgen, dass niemand hereinkommt. Dankeschön. Ja, ich möchte rasten. Wir haben ein bisschen Lebenspunkte verloren. Kann nicht schaden. Einmal kurz räuspern. So, einen alten Mann sprechen ist gar nicht mal so angenehm für die Stimme, muss ich zugeben. Hast du denn noch was dabei, was wir plündern könnten? Und wir dürfen bei dir sogar plündern, das finde ich gut. Wir nehmen auf jeden Fall die Schriften Berats mit.
Wir nehmen mit, ja, was haben wir denn noch in diesem Film? Wir haben Admet Hadrit, Teil 2, Rebellion. Oh, das klingt nach einem erotischen Fortsetzungsroman. Eine gute Robe, Schriftrolle der geringen Wiederherstellung. Das nehmen wir alles mit. So. Und hier haben wir sein Schlafzimmer. Oh, da ist ja noch was. Schriftrolle des Schutzes, die Dutzenden. Ja, das lesen wir uns bei Zeiten mal durch. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Beratpriesterin. Ach so, ja, wir hatten ja noch andere Räume, die hier verschlossen geblieben sind. Ich glaube, mit dem Hauptschlüssel können wir jetzt alle Räume öffnen, selbst wenn Ben das nicht unbedingt knackt. Genau. Und wir stürmen direkt mal rein und sagen Hallo. Tja, das war's mit der Beratpriesterin. Und wir gehen mal kurz raus. Kein Platz zum Kämpfen hier in dieser Gegend. Das ist ja wunderbar. So, plündern. Ja, nehmen wir alles mit. Dich plündern wir natürlich auch. Nehmen wir auch alles mit. Keine Sorge, eure Gegenstände kommen nicht weg. Da müsst ihr euch nicht sorgen. Leben und Wirken des Pantgram. Ja, werden wir uns durchlesen in der Lesefolge, die irgendwann mal kommen wird. Die vielen Gesichter Berats haben wir, glaube ich, schon mal. Nehmen wir trotzdem mit. Können wir eins verkaufen. Haben wir doppelt. Trank der kleinen Ausdauer geht an Lucius, der Dürrwald, Krieg des Heiligen und Whitewinds Vermächtnis. Das sollten wir uns bei Zeiten wirklich mal durchlesen, weil darauf beruht ja im Prinzip die Hauptstory hier, gekritzelte Notiz. Ich habe dein Geschenk erhalten. Unglaublich, dass jemand so etwas auf Pergament niederschreibt. Ich habe in der Kapelle etwas für dich hinterlegt, aber wühle nicht wieder im falschen Schädel herum. Ah, hier wäre der Hinweis gewesen darauf, was wir gefunden haben bereits. Und hier haben wir Teil 5, die Verbreitung der Beseelung. Ja, auch die Geschichte des Durwalds ist, glaube ich, sehr interessant. Werden wir bei Zeiten auch durchnehmen. Da schreiben wir dann einen Test drüber. Also mitschreiben. Freischalten mit polierter Stahlschlüssel. Ich habe einen polierten Stahlschlüssel. Freigeschaltet. Hallo. Und hier geht es dann direkt runter zu... Ja. Dann gehen wir da direkt mal runter. Und der Fürst Redrick, ja, der Nelmar hat gesagt... Er sucht schon noch eine Lösung für Goldtal, also anscheinend ist er schon bestrebt, das zu tun. Aber er tut es natürlich mit den völlig falschen Mitteln. Mit Nekromanten und Gefangenen und was auch immer. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, was der hier tut. Das sieht sehr episch aus, diese Meister von Berat, Bogenschütze, Künstling Berats. Aber sie sind uns nicht feindlich. Oh, die... Ach, es ist ein Thronsaal. Ach, herrje. Ich gehe mal kurz hier unten rum und gucke mich nur ein bisschen um. Ich möchte vielleicht, bevor wir Fürst Redrick konfrontieren, doch nochmal einmal kurz schauen. Ach, was haben wir denn hier? And what do we have here? Ja, danke, Ben, dass du das auch nochmal wiederholst. Aus der aufgeschlitzten Kehle der Frau läuft Blut heraus und durchtränkt das Laken, auf dem sie liegt. Ich glaube, hier hat's Fürst Redricks Frau erwischt. Ring der sengenden Flammen. Schauen wir uns bei Zeiten gerne mal an. Schriftrolle des Flammenfächers geht in den Pool und Mondstein ebenso. Ach ja, im Feuer rollen sich geschwärzte Seiten auf. Ein Ledereinband, auf den eine aufgehende Sonne und drei Sterne gestanzt wurden, ist durch die Flammen kaum auszumachen. What is it? Da hat jemand Bücher von Neotas verbrannt. Aber warum sollte er seine Frau umbringen? Was hat denn das für einen Sinn? Und deswegen möchte ich gerne erst erkunden, bevor wir zu ihm gehen, damit wir herausfinden können, was er hier noch alles Schäbiges getrieben hat. In staubigen alten Hauptbüchern lassen sich die von Bauernhöfen in Goldtal gezahlten Steuern bis ins Jahr 2632 zurückverfolgen. Das ist ja schön. I see where you're going with that. Schau mal die Kiste hier, da müssten ja Steuern drin sein. Ne? What did I tell you? Nein, da sind nur Stiefel des Ausweichens drin. Oh, die nehmen wir mit. Das ist noch eine Kiste. Ein gutes Stilett, eine Pistole, ja, Blutstein, Kupferstück. Also die Pistole bekommt direkt Ben. Kupferstück, das gute Stilett bleibt beim Magier, den Rest nehmen wir natürlich auch mit. So. Dual, die Reißzähne, ja, kommt alles hier rein. Ich möchte mir gerade mal die Pistole anschauen. Wo ist die Pistole? Da ist die Pistole. 25 bis 34 Stichschaden, sehr langsam, Genauigkeit, minus 5 Schleierdurchbohrung gegen Abwehr, 6 SR-Umgehung. 6 SR-Umgehung, das heißt auf jeden Fall, Moment, plus 4, natürlich mehr Genauigkeit und kritische Treffer können niederschlagen, plus 15% Schaden.
28 bis 41 Stich. Oder 25 bis 34 Stich. Genauigkeit minus 5 zu Genauigkeit plus 4. Schaden. Gute Aberlist. Genauigkeit primär 47. Schurke, gute Aberlist-Wahrnehmung. 47 hätte er damit und hiermit hätte er. Zwei Handwaffen erfordern zwei Plätze. Ja, das ist logisch. Schauen wir mal. Dann wechselst du auf die Pistole und hast 25 bis 34, 28 bis 41. Bin mir unsicher. Allein, weil ich die Pistole relativ cool finde, würde ich die gerne mal ausprobieren. Im Zweifel behält er sie als Zweitwaffe. Die Stiefel des Ausweichens plus zwei Reflexe. Du hast, glaube ich, schon Stiefel an. Ich glaube, die werden wir uns mal gönnen. Weil wir ja auch durchaus gerne mal im Nahkampf rumstehen. Well. Da muss ich mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich vor euch nicht rechtfertigen. Nein, nein, nein. So. Hier vorne war noch eine Tür und ich hoffe, der quatscht uns jetzt nicht an, wenn wir hier durch das Tor kommen. Oder durch das Tor gehen. Also ich, wenn er mich sehen kann, ich komme gleich. Freigeschaltet. No. Out. Pouch. Also die Pistole gefällt mir. Die gefällt mir echt. Das ist ein bisschen... Ach du... Ein Zauberalmanach. Boah, das geht zu ihm. Ein Säbel, Stilett, gute Robe, ansonsten Standardausrüstung. Das geht alles in unsere Schatzkiste. Und noch mehr geht auch in unsere Schatzkiste. Ach, hier ist noch einer. Das sind jetzt wieder Rädricks Wächter. Die haben nichts mit den Berat-Typen zu tun. Die möchte ich aber natürlich auch alle looten. Alle möchte ich sie looten. Wer weiß, vielleicht hat ja einer von ihnen doch noch was Besonderes dabei. So. Wer bist du? Noch ein... So viele Wächter hier. Wie willst du dir denn alle ernähren, wenn du deine Leute in Goldhall alle umbringst? Ich meine, das sind deine Bauern. Beratpriester. Wir werden angegriffen, das hätte ich nicht gemerkt. Also, wenn wir seine gesamte Festung ausgelöscht haben, bin ich, glaube ich, relativ zufrieden mit mir. Was haben wir hier? Oh, hier kann man wieder stehlen. Ja, gut, von ihm stehlen ist jetzt... Da mache ich mir keine Sorgen. Thema Schriftrollen des Flammenfächers. Oh, der hat uns sehr gute Dienste geleistet in der ersten Kapelle, wo wir waren. Hohe Ränge. Das nehmen wir alles mit. Und hier unten ist noch eine Speisekammer. Ich weiß, wir haben den Schlüssel besorgt, damit wir das alles hier eigentlich nicht machen müssen, aber ich bin zu neugierig. Die Waffenkammer, ja. Oh, das wird ein... Wisst ihr was? Kommt mal alle hier raus. So. Na, der hat einen zerschmettert. Und wieso greifen sie Ben an? Können wir das mal erklären? Endlich. Ja, ich weiß, warum es sich lohnt, hier hinzukommen. Ich nehme alles mit, alles mit. Die Waffenkammer. Kann das sein? Ja, das ist wahrscheinlich die Waffenkammer. Und hier gibt's Geld. Ach nein, hier sind die Quartiere der... Gute Kettenrüstung. Oh, eine gute Kettenrüstung. SR11. Eigenschaften gut. Muss ich mir mal angucken. Zusammen mit dem Ring. Mache ich aber jetzt nicht zwingend direkt jetzt. Unter dem Kopfkissen liegt ein hölzernes Medaillon, in das eine aufgehende Sonne und drei Sterne geschnitzt wurden. Es ist mit einem Lederriemen verbunden. Ja, Fürst Rädrik, deine Leute hier denken offenbar nicht so über Eotas wie du. Die glauben anscheinend zum Teil noch an ihn. Und nur weil ein Gott jetzt nicht die erhoffte Hilfe gebracht hat, lohnt sich das auch nicht wirklich, ihn sofort zu... naja gut, aber wir wissen ja, Eotas hat ja mehr angerichtet. Oder nicht Eotas selbst, sondern Whitewin, der sich als Eotas Fleisch ausgegeben hat. Krieg heraufbeschworen hat. So. Die gebratene Ziege schmeckt nur leicht nach Rauch und verbranntem Fett.
Aus dem kalten Kadaver wurden mehrere Fleischblocken herausgeschnitten. Die Küche. Das nehmen wir noch mit. Pilze! Mehr Pilze! Und ich glaube, hier wären wir hochgekommen, wenn wir unten die Treppe hochgegangen wären. Das wäre the way to be. Oh, hier gehen wir wieder raus. Wer hat die Tür eigentlich zugemacht? Ah, noch mehr Wächter. Warum ist es hier so dunkel? Ich würde gerne sehen, was hier passiert. Ich kann hier leider nichts anklicken, es tut mir leid. Was ist denn hier? Ach, hat einer hier was gezaubert oder was? Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? Vielleicht macht es Sinn, sogar nochmal zu rasten, bevor wir zu Fürst Redrick gehen. Und warum ist es, hier hat irgendwer was gezaubert, dass man nichts anklicken kann? Oder es ist ein Fehler. Das kann natürlich auch sein. Was schade ist, weil uns damit der Loot entgeht. Und ich weiß, bei dem Spiel geht es nicht ums Looten. Tut mir leid. Söldner Schwertkämpfer. So, da liegt euch mal ins Zeug, Leute. Jetzt seid ihr gefragt. Ja, da haben wir die Pistole gehört. Aber ich glaube, die Arbaliste ist trotzdem besser. Deswegen werde ich gleich nochmal umswitchen. Vielleicht finden wir aber noch bessere Schusswaffen. Das würde mich sehr freuen. Denn ich bin ein großer Fan von... Das klingt jetzt sehr komisch. Schusswaffen. Zumindest alten Schusswaffen. Musketen, Pistolen und sowas. Mein Gott. Ist hier ausgestattet mit einer halben Armee von Leuten. Da ist noch ein Zauberbuch, das bekommst du auch direkt mal. Ja, und der Rest geht erstmal wieder... Was ist das? Die Fugen sind rostgesäumt. Das Emblem auf dem Brustharnisch ist ein Baum mit breiten, herzförmigen Blättern. Was ist das? Ich glaube, da kommen wir von außen in dieses Schloss rein. Dann verpassen wir aber, glaube ich, was. Noch so eine Rüstung. Das ist ein letzter Raum, bevor wir uns zu Fürst Redrick begeben. Die Waffenkammer. Na, da sagen wir doch nicht nein, wenn wir schon das Angebot haben, hier schicke Sachen mitzunehmen. Wo geht's da runter? Das ist die Frage. Geht's da hoch oder runter? Das habe ich, glaube ich... Ah nein, von da sind wir gekommen, oder? Sind wir... Nein, wir sind nicht von da gekommen. Ah, die Festung ist so verwirrend. Gut. Auf dem Weg zu Fürst Redrick. Könnt ihr einfach die Tür nehmen. Nachdem wir jetzt, glaube ich, sein ganzes Schloss aufgeräumt haben, bleibe ich mal hier in der Tür stehen. Ja, auch wenn ich versprochen hatte, wir nehmen uns in der nächsten Folge Fürst Redrick vor. Das hat nicht ganz geklappt, weil seine Festung doch ein bisschen größer ist als gedacht. Und ich schaue nochmal gerade, Ring der sengenden Flammen. Gibt verbrennende Wunden dreimal pro Ruhephase. Ja, den legen wir uns selbst an. Und die gute Kettenrüstung, Erholungsgeschwindigkeit SR 11, Hieb 17, Schmetter 6. Hieb 15, Stich 15, Schock 6. Da müssen wir mal schauen, ob Eder die vielleicht tragen kann, ob die tatsächlich besser ist als die Rüstung, die er aktuell trägt. Die Fulvano-Briefe, das... Lutranas Befehle. Das war, glaube ich, das Einzige, was noch... Das kann weg. Das kann weg. Die Briefe sind noch wichtig. Das kann weg. Der Trank kommt hierhin. Und die ganzen Fallen, die er dabei hat, können wir irgendwann vielleicht mal sinnvoll nutzen, aber jetzt im Augenblick bringen die uns, glaube ich, nicht so viel. Ja, und das gute Stilett kann eigentlich auch weg. Wir haben aktuell keinen... Deutschnutzer, außer Ben, der aber mit seiner Arbaliste ziemlich gut ausgerüstet ist. Und wir brauchen auch Fernkämpfer, das haben wir durchaus schon des Öfteren gemerkt. Ich höre mal ganz kurz. Reputation aggressiv 2, leidenschaftlich 1, rational 1. Das gefällt mir eigentlich. Das finde ich ganz gut. Damit kann ich leben. Gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen an der Stelle und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin verabschiede ich mich
mit einem fürstlichen Tschüss.